Mein lieber Wassermann, zwischen 1. und 2. des Monats hast du einen Vollmond in Fische. Dieser Mond weist auf die Regelung von Situationen, die mit dem Themen Geld und Einkommen verbunden sind, hin. Bis Mitte September sollte man eine finanzielle Angelegenheit auf ihre Vorteilhaftigkeit prüfen. Möglich ist es, dass einer Familienangehörigen oder nahestehende Person deine Hilfe dringend braucht. Zwischen 2. und 4. des Monats hast du Venus in Opposition zu Saturn. Das heißt, im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen fühlst du dich etwas verunsichert. Partnerschaftliche Machtkonflikte können sich in dieser Zeit ein bisschen spürbar machen. Am 5. tritt Merkur in Waage ein. Bis zum 26. des Monats wirst du vieles mit einem Mitmenschen unternehmen. Es handelt sich hier um eine Person, die du sehr liebst und schätzt. Eine Reise oder Besuch kann sich ergeben. Zwischen 5. und 9. September haben wir Sonne Trigon Jupiter. Positive Ereignisse und Erlebnisse sind mit diesem Aspekt möglich. Du könntest ein Gefühl der Freude und der Befreiung haben. Eine rätselhafte Situation, die dir Sorgen seit mehreren Monaten gemacht hat, wird sich bald klären und lösen. Am 10. läuft Mars rückläufig in Widder. Bis zum Jahresende wirst du eine Sache regeln, die lästig sein kann und die viel Mut und einen starken Willen von dir erfordert. Geduld ist natürlich auch wichtig dabei. Dein Durchsetzungsvermögen wird getestet. Du bist aber höchstwahrscheinlich erfolgreich bei diesen Unternehmen. Zwischen 11. und 12. des Monats haben wir Sonne Opposition Neptun. Jemand kann Dinge sagen oder tun, die dich verunsichern. Es ist wichtig, dass du Sicherheit in dieser Zeit hast, also dein Selbstbewusstsein ist ganz wichtig. Vielleicht solltest du manche Menschen nicht so ernsthaft nehmen und dich nicht von denen täuschen lassen. Am 13. haben wir Jupiter direkt läufig in Steinbock. Bis zum Jahresende wirst du eine Art Abhängigkeit vollständig beenden. Bildungsrechtsangelegenheiten und auch das Thema Ausland sind positiv veranlagt und dürften bald erledigt sein. Zwischen 12. und 15. hast du Venus Quadrat Uranus. Eine neue Liebe oder Affäre kann sich mit dieser Konstellation sehr einfach ergeben, insbesondere wenn man seine Komfortzone verlässt. Zwischen 6. und 17. September haben wir den Neumond in Jungfrau. Mit diesem Mond wirst du bestimmten Situationen erkennen können, die unterschwellig sind. Du wirst bestimmen können, wovon du dich befreien musst, damit du mehr Ordnung und Kohärenz in deinem Leben hast. Zwischen 18. und 23. haben wir Merkur Quadrat Pluto. Du bist etwas angespannt, weil du weißt, dass eine Sache endlich gelöst wird. In allen Lebenssituationen, mein lieber Wassermann, solltest du die Ruhe und Selbstkontrolle bewahren, sodass du mögliche Gefahren in dieser Zeit meidest. Zwischen 24. und 26. hast du eine Merkur-Opposition Mars. Und diese Opposition wirkt sehr anregend auf dich. Streitigkeiten mit deinen Mitmenschen sind möglich, vor allem wenn du deine vermehrten Energien nicht in die richtigen Bahnen lenken möchtest. Zwischen 27. und 29. haben wir Venus Trigon Mars.
Das heißt für dich, kreative Arbeit zu Hause kannst du erfolgreich durchführen. Aktives Arbeiten wird sich sehr wohltuend auf deine Gesundheit auswirken. Und dann zum Schluss zwischen 29. bis zum 30. September bilden Mars und Saturn einen Quadrat. Am Monatsende wirst du ein gutes Maß an Geduld und Konzentration brauchen. Mein lieber Wassermann, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig. Wenn du anstatt allgemeine Aussagen hören möchtest und ein individuelles Horoskop haben möchtest, dann kannst du eine Beratung bei mir buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir alles Gute für September 2020, viel Erfolg und bis zum nächsten Video.